mir die Daumen. Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Ich will nicht sterben. Allein um hier rauszukommen und bis nach verhungern. Keine gute Kombination. Gefangen in einem Gefängnis und kein Essen. Also, das kriegen wir definitiv nicht auf. Wir müssen dahin, um da weiterzukommen bei der Tür. Oder hier, aber die beiden haben wir nicht aufbekommen. Wobei ich in den Kommentaren halt gelesen habe, dass eventuell die Türen gar nicht abgeschlossen sind und man sie ganz normal mit Benutzen hätte öffnen können. Und da ich bei einigen Türen das gar nicht erst probiert habe, sondern sofort mit dem Schlüssel rangegangen bin, sagt das Spiel halt, man kann sie nicht mit dem Schlüssel aufschließen. Das Spiel sagt dann aber nicht, die Tür ist eigentlich offen, du kannst einfach reingehen. Also ja, alle Türen nochmal prüfen. Wir müssen nach Nordwesten Gang folgen, beim Zauberer rechts ab. Also Gang folgen kriege ich hin. Einmal rum. Nach Westen. Die Schleife nach Norden. Osten. Jetzt kommt der Magier. Beim Magier rechts rein, die erste. Dann macht das Ding noch eine Schleife. Bei diesen komischen Nischen, die alle andersfarbig waren. Und jetzt kommt der eigentliche Bereich. Sehr gut. Ah, sind schon mal Goblins. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich keine so gute Idee wäre. Können wir dich öffnen? Nein. 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 Okay. Da kommen wir her. Hier war eine Geheimtür. Hier war gleich noch eine Tür, die wir testen wollten. Da. Bist abgeschlossen. Passt nicht. Nicht die Schriftrolle. Also die auch nicht. War hier eine Tür? Ich weiß, da kommt man nur sehr schwer zurück. Man muss durch Lava durch und all sowas. Aber wenn, dann ist es halt so. Dann sterben wir, dann hat der Avatar seine Ruhe. Taucht wieder im guten Gebiet auf und dann müssen wir den ganzen Heckmeck hier nicht machen. So, hops. Hops. Zurück, zurück, zurück. Hops. So. Das läuft doch schon mal erstaunlich gut. Und hier wollten wir einmal ganz rüberspringen, damit wir nicht... Nee, da oben wollten wir eigentlich rauf. Wie sind wir letztes Mal da oben hingekommen? Ich glaube, da gab es irgendwie so einen, die... nicht runterfallen. Gab es einen direkten Weg dahin? Okay, probieren wir mal Shift J. Ja, genau. Ich glaube, so sind wir letztes Mal hier hingekommen. Dann sparen wir uns das Kraxeln da oben rum. So, WJ. Zurück. WJ. Und bitte, bitte lass da eine Tür sein, die nicht abgeschlossen ist. Sonst sind wir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal hier hingelaufen. Der Sprung ist auch nicht schön gewesen. Nein. Nein, 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 nein. Beim ersten Mal war es richtig gut hier. Da sind wir so durchgehopst, ohne dass irgendwas passiert ist. So, so. Okay, letzter Versuch, würde ich sagen. Sonst sind wir tot. Oh, komm schon. Ein Test der Geduld für den Avatar. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich echt gerne klettern könnte. Also ich weiß, in Ultima 8 gab es das, aber das war trotzdem alles ein bisschen komisch da. Okay, das klappt hier nicht. Also nicht mit SJ, sondern mit WJ. Noch weniger. Okay, Shift J und einfach so lange spammen, bis es ganz zufällig. Genau. Beste Methode überhaupt. So, hüpf. Hüpf. Na komm, bring mich um. Das Spiel.
fiel es nicht mal gnädig genug, mich umzubringen, damit ich wegteleportiert werde. Der Dungeon lebt und will mich... Oh, oh. So, wie war das eben? Einfach Shift-J spammen. Genau, das probiere ich jetzt hier auch. Komm, weg, 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 weg. Weil sonst, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich in ein, zwei Folgen dasselbe Problem nochmal. Dann stehe ich vor der Karte und wundere mich, was war denn da hinten? So. Ich hoffe mal, ich verhungere jetzt nicht in den paar Sekunden. Das wäre nicht so schön. Zing, zing. Komm, 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 komm. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Der Avatar, dem Tode nahe, in so einer kleinen Grube und springt mit voller Wucht gegen eine Wand. Und kippt um. Also, wie zum Geier haben wir das letzte Mal gemacht? Shift-J hat nicht funktioniert. SJ hat nicht funktioniert. Also WJ und im richtigen Moment springen. Okay, WJ. Nö. Aber okay. Soll mir auch recht sein. Wir haben lang genug hier rumgealbert. Um ganz hin und her gespringen und die Türen aufbekommen. Jetzt will ich aber mal schlafen. Kann ich hier noch nicht. Kann ich eine Tasche höher? Jetzt haben wir Mana. Gut. Jetzt hätte ich gerne ein, zweimal essen. Sonst haben wir nämlich noch ein Problem. I am in. Ja. Sehr schön. Alles gut. Du geh mal da rein. Können wir das Essen überhaupt aufheben? Das Essen ist zu schwer. 3 Gold brauchen wir nicht. So, weg. Was warst du? Hm. Das war... Warte. Das da. Aber wir wissen schon, dass wir da weiter müssen. Wir wissen auch, dass da Fallen sind. Also bringt uns das Ding nichts. Kann auch. Ja, obwohl. Es könnte irgendwas Wichtiges noch drauf sein. Das zur Hölle lassen wir liegen. Also Emeralds brauchten wir für das eine Rätsel, wo wir durch die zwei Augen schießen mussten. Die Flöte brauchen wir auch noch irgendwo. Die hier eventuell nicht. Ja, jetzt können wir wieder das aufheben. Sehr gut. So, schlafen. Essen. Nein, 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 nein. Gerogon aus der Zukunft, höre meine Worte. Wenn du wenig Mana hast und Hunger, dann spamme nicht dein ganzes Mana, wenn du nicht sicher bist, dass das Essen auch auf dem Boden auftaucht. So, ganz vorsichtig. Einmal. Kein Platz. Zweimal, dreimal. So. Du, du. Du. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn man einen Krieger spielen würde. Oder wirklich einen Charakter, der gar nicht zaubert. Dann dürfte man absolut keine Fehler machen, müsste alle Rätsel auswendig kennen und so weiter. Oder halt sehr viel Handel treiben, fällt mir gerade ein. Weil ich glaube, die Echsenmenschen hatten zum Beispiel alle eine Hähnchenkeule oder so dabei. Und die Zwerge hatten auch irgendwas. Also ja, müsste gehen. Wäre nicht schön, aber müsste gehen. Wobei dann allerdings auch sowas wie Levitation und so weiter auch fehlen würde, ne? Und die Lampe müsste immer mit Lampenöl nachgefüllt werden, man hat den Spruch nicht und. Zweite, kein Platz. Hier müsste eigentlich immer Platz sein auf der Brücke. So, sind wir bald mal voll? Nö. Kein Platz. Kein. Was? Warum hast du kein. ja, doch, das Spiel ist. Ah, wir sind die voll. Sehr gut. Aber das Spiel ist definitiv nichts für Ungeduldige. Da gibt es viel zu viele Situationen, wo man immer wieder hin und her laufen muss und dergleichen. Aber wir kriegen das hin. Wir haben jetzt einen Laib Käse. Sind randvoll. Und haben jetzt die Möglichkeit,
direkt dahin zu gehen, ohne hier das alles noch machen zu müssen. Und wir sind auch stark genug, um einfach mal die ganzen Goblins und Trolle hier oben wegzuhauen. Na gut, wir wollen nach Norden. Hier lang. Darüber, rechts rum, da müsste da irgendwo die... Oh, da war noch mehr Essen. Genau, hier waren die ganzen Goblins. Und die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Was haben wir hier? Wasser. So, dich kriegen wir jetzt von der Seite hier nicht mehr auf. Also sind wir wieder eingesperrt. Aber hier können wir wenigstens zurückspringen, okay. Da ist das Springriesen und die Tür. Wobei wir da noch einen Schlüssel für haben. Aber was war hier unten? Genau hier. Ein Goblin. Der ganz schön was aushält. 4 Schläge mit dem Sword of Justice und der ist immer noch grün. Was bist du für ein Goblin? Oh, da sind sehr viele von denen. Deswegen waren wir unten leider nicht. So, kaputt. Nächster. Immer schön warten, bis es grün wird. Genau. Hau, hau, hau. Bisher keine Rüstung beschädigt. Lebenspunkte sehen auch sehr gut aus. Nächster Goblin. Tot. Aber ich denke mal, die Trolle werden eh das Problem sein. Sobald die alle auf uns draufhauen können. Momentan hauen die irgendwie die Tür. So, du. Und wir können noch eine Etage weiter oben, wo die Magier waren. Also diese Magier-Schule. Da hatten wir auch noch 2 Räume, wo Trolle drin waren. Da könnte irgendwas Wichtiges sein. So, nicht die Tür hauen. Trolle hauen. Da hinten sehe ich gleich noch eine Tür. Komm. Zack. Zack. Ich glaube, wir hauen gleich gerade auf 2 verschiedene Trolle ein. Aber das passt. Ne, immer der rechte. Sehr gut. Kaputt. Und überall Hähnchenkeulen. Ja, sehr schön. Dann müssen wir in absehbarer Zeit nicht wieder nach oben laufen, um Essen zu bekommen. Du bist der Letzte, hm? Oh, sieht so aus. Lebenspunkte sind allerdings auch schon ziemlich angeschlagen. Aber das ist ja kein Problem jetzt. So, tot. Fahren wir hier schon mal? Ach, das ist der Reinsprungraum. Ja, sehr schön. Dann mach doch mal die Tür auf. Ist das? Mach Licht aus. Schlaf. Licht an. Essen mit. Das sind nur Steine zum Schleudern. Ja, und Gold. Wer will schon Gold? Rum, 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 rum. So, Karte. Südosten. Bist du Südosten? Nein. Südosten nicht hier. Was soll hier sein? Hier ist gar nichts. Nicht ernsthaft. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach nur ein Verbindungsstück zwischen da und da. Also ich suche gleich den NPC am Anfang, der uns gesagt hat, wir sollen nach Südosten gehen, um Amulett zu finden. Und dann haue ich den einfach ein, zweimal mit dem Schwert. Na, hier liegt nirgendwo ein Amulett zwischen. So, was bist du? Du bist eine Abzweigung. Warst du auch schon vorher da? Das sieht komisch aus. Und ganz schön verwinkelt. Oh, Baum. Du bist ein böser Baum, ja. Du hast rote Augen. Also musst du böse sein. Die waren ganz schön garstig. Die hatten ja einen davon schon mal unten bei den Lava-Elementaren gesehen. Oder Feuer-Elementaren.
Ja. Gelb ist er.